Folge Nummer 10, nein, 11 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind im Berchtesgadener Land, ne? Wir haben jetzt hier unsere schöne Karte hier und wir haben ein Müllproblem, wie wir da hinten sehen. Das mit dem Strom ist, weil gerade wahrscheinlich Wind wieder da ist, vorbei. Und unser Ziel war es, eine Buslinie zu machen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ach so, ich hatte letztes Mal gedacht, wir brauchen noch ein Depot, aber so wie es aussieht, haben wir schon ein Depot. Das ist ja richtig cool, das heißt, wir brauchen nur noch Buslinien basteln, ne? So, wie kriegen wir das hin, dass der hier irgendwo dreht? Gar nicht, weil diese Straßen sind ja alle... Obwohl, warte mal, lass uns mal gerade, die Mülltonnen werden mehr. Wir haben ja das dahin entleeren müssen, ne? Mach mal weg. Das ist doch, ja, Gebäude leert sich. Das heißt, wir brauchen noch unbedingt ein zweites Dingens, sag schon Mülldeponie. Sonst kriegen wir gleich ein ganz großes Problem, dass die Leute alle weg sind. Das bedeutet, wir bauen eine Straße, die zweispurig ist, die einen Grünstreifen hat, wie da angegeben. Und machen das, wenn das da ist, hierhin, weil diagonal gegenüber. Machen wir so. So weit wie möglich nach da. Passt. Kriegen wir hier vielleicht noch einen Wender rein? Ne, brauchen wir nicht. Dann lass das so. Dann da sofort den Müll dahin. Okay. Zack. Haben wir. Strom sollte schon da sein durch die Rückseite. Genau so ist es. Und auch Wasser haben wir auch schon erledigt. Wunderbar. Dann ist das schon am Laufen. Ach, wir haben überhaupt noch nicht die Pause beendet. Jetzt lassen wir den LKW da rauskommen. Ne? Da ist er. So, der macht schon den Müll weg dann. Zwei. Drei. Ja, läuft. Gut, wir sind dann trotzdem bei den Bussen wieder. Und da wir das Depot schon haben, müssen wir nur eine Linie basteln. So, dann würde ich sagen, machen wir hier eine hin. Fahren. So, warte mal, da hinten. Ja, können wir so lassen. Wir müssen aber ein bisschen gucken, dass wir die nicht dahin setzen, gerade wo eine Kreuzung ist, ne? Da eine hin. Dann machen wir... da einen hin. Dann machen wir hier einen hin. Kommen wir da hin. Natürlich nicht. Der kann ja hier nicht rum. Hatten wir ja schon das Problem, ne? Dann fährt er bis da hinten und dreht da irgendwie. Ja, wenn das geht, dann soll er es machen. Dann machen wir hier eine Haltestelle hin. Hier eine Haltestelle. Und hier hinten eine Haltestelle. Kommt dann wieder. Und fährt erstmal hier hin. Dann hier anhalten. Hier anhalten und schließen. Gut. Dann sollten unsere ersten Busse jetzt fahren, oder? Oder unsere ersten Busse, wie sind es denn? Ein Fahrzeug? Ne, zwei Fahrzeuge. Es kommen ein paar mehr drauf. 10 Haltestellen. Ja, später müssen wir dann nochmal durchdenken, ne? Dass wir das ein bisschen anders organisieren. Aber erstmal brauchen wir nur einen Bus, denke ich. Obwohl hier hinten fährt ja auch keiner hin, ne? Vielleicht hätten wir das ein bisschen anders machen sollen. Können wir ja noch ändern hier. Da fährt er da rein. Fährt er da rein. Da lang. Wo kann der hier anhalten? Gibt es da schon eine Haltestelle? Nee.
Der braucht ja nicht da hinten mit reinfahren. Dann fährt er da rein. Kommt auch hier lang. Und den können wir ja den Berg hochfahren lassen, ne? Die geht noch ins Nirgendwo, also fährt er hier lang. Kommt dann hier lang. Muss erst noch über die Brücke, also hier lang. Und hier stehen schon die Busse Schlange. Und kommt dann irgendwie nicht wieder dahin. Das heißt, den letzten nehmen wir weg. Und fährt nicht hier lang. Kommt jetzt von da, fährt hier rüber. Hält da an. Hält nochmal hier an. Und dann schließen wir sie da. So, da haben wir zwei Linien, die da rumfahren. So, was mir jetzt gerade so einfällt, sind diese schicken Fußwege, ne? Öffentliche Transporthubs. Okay. Was ist denn das? Großer Endbahnhof. Großer Bahnhof. Okay. Okay, das sind jetzt hier Touristenattraktionen, Depot für Sightseeing-Busse. Okay, da gibt es ein extra Ding dann noch. Okay. Wandertoursehenswürdigkeiten. Okay. Taxis. Ja, die sollten wir jetzt vielleicht dann hier in das Ding ins Industriegebiet fahren lassen, in das Wohngebiet fahren lassen und so, ne, dass die zum Bus kommen dann. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Da kannst du dann hier eine Tauschstation sozusagen machen, ne? Müsste man dann schauen. Geht auch dahin. Das ist eine Taxidepot. Und das ist ein Taxistand. Den gibt's aber noch gar nicht. Naja. Ach doch, vom Taxidepot auswärts auch. Ja. Wir haben 15.000, wir haben 42. Vielleicht ist das ja eine Idee wert oder nicht? Jetzt müsste man ins Budget gucken, ne? So, das haben wir alle nicht. Schiff wäre möglich, aber naja. Straßenbahn können wir auch schon bauen. Haben wir noch kein Depot, oder? Aber da liegt es an den 40.000. Man könnte sogar eine Straßenbahn schon errichten. Alles klar, gut. Haben wir das auch geklärt? Müll ist noch ein Problem. Aber ich glaube, die kommen langsam und holen das ab, oder? Wichtig ist, dass wir dann noch eine Müllverbrennungsanlage bekommen. Wo ist denn hier das Ding da? Wie viel ist denn das? 81% noch voll, okay. Prozent schon voll, okay. Dann müssen wir aber noch eine Müllverbrennungsanlage haben, dann. Was ist hier für ein Problem? Ah, okay, wir haben keine Arbeiter, ne? Da ist ja auch ein riesengrüner Balken, ne? Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da sowas machen hier. Aber hier ist schon alles voll, ne? Hier wollen wir eher so eine städtischen Geschichten noch machen, haben wir gesagt. Das ist die Frage, was wir, ob wir hier oben industrietechnisch weitermachen am Berg oder eher nicht. Ich denke, wir biegen hier ab auf diese Kreuzung zu, ne? Was haben wir denn da? Machen wir so eine dahin.
So wäre schon ganz cool eigentlich, oder? Wieso geht das nicht? Ach, da ist der Ort ist bereits belegt. Was ist denn da? Ach, da ist was. Sieht man nur nicht. Jetzt sag nicht, das ist eine Mülldeponie. Tatsächlich. Und dann hatten wir ein Problem. Die ist aber auch schon 82% voll. Okay. Dann haben wir die dritte. Aber ist nicht verkehrt. Die sind alle gut auf dem Weg. Nur, dass wir da kommen wir jetzt nicht hin. Das ist schade wegen dem Dingens hier, ne? Ja. Da wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir den Weg dahin gehabt hätten, ne? Wenn ich dieses Gebäude hier, Gemischtwarenladen, abbreche, ne? Könnte ich ja vielleicht auch mit der Straße da raus, ne? Dann kommt der weg. Und zaubern wir da kleine Straße hin, ne? Ja. Können wir dann auch gerade ausmachen, ne? Ja, zack, einfach hin und ist gut, oder? So, und dann wäre es so, dass wir hier in der Mitte irgendwo... da reinfahren, ne? Mach mal wieder gerade Straße. Bis da, ne? Machen wir bis da. Dann nur bis da. Und diese Straße von hier machen wir da. Und die machen wir dann bis hier. Und die geht dann noch nach da und nach da. Fertig. Dann haben wir hier noch ein schönes Wohngebiet dann gebaut, oder? Ja. Da hinten nochmal abgegrenzt und hier gibt es schon ein Wohngebiet. So. Blau ist auch verlangt. Mehr machen wir so und so. Die Frage, wo gehört das hin? Weiß ich auch nicht. Aha. Mach das mal wieder weg. Hier können wir noch ein paar andere Häuser vielleicht bauen. Und hier können wir sowieso schon mal, das machen wir auch, bevor wir es nachher vergessen haben, eine Straße kurz hier vor noch ziehen. Dann haben wir das auch und dann können wir da noch mal ein bisschen blau hier. Passt schon so. Und dann grün vor allem. Hier behalten wir uns ein bisschen vor für Schule und sowas in der Mitte, ne, oder? Jetzt müssen wir hier noch nach Wasser erstmal gucken. Also hier vorne gibt es ja schon mal noch was. Okay, dann geht's hier weiter los. Thank you.
Ja, da oben müssen wir mal warten. Das machen wir erstmal nicht. Das soll erstmal so reichen, denke ich. Wie sieht's aus? Wie wächst es? Auf jeden Fall ist der Balken schon kleiner geworden. Das ist schon mal cool. Wir bräuchten jetzt hier natürlich noch sowas wie eine Schule. Die wir hier in der Mitte reinzaubern, denke ich mal. Und eine Arztpraxis können wir da auch anmachen, oder? Zack. Freuen die sich. Haben wir erstmal Feuerwache. Zack, haben wir auch. Sicher ist sicher, ne? Es werden schon mal einige Gebäude blau. Dann geht's. Blöd ist, dass wir da schon eine haben, ne? Ne, nicht abreißen, verschieben wir die vielleicht besser. Okay, das heißt da und da ist. Da ist abgedeckt. Hier ist noch gar nichts abgedeckt. Vielleicht können wir es so ein bisschen. Ja, machen wir da eine hin. Dann kriegen die da auch das schon geregelt. So, warum gibt es da kein Wasser? Schade. Dann ist das auch gedeckt. Gibt es da auch gleich Wasser? Ja. So. Die Jingle gehen alle weg. Wir haben einiges geschafft. Hier oben gibt es definitiv ein Müllproblem. Dann lass uns doch gerade mal die Deponie, obwohl sie nur 73% hat, erstmal wieder vorübergehend öffnen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Große Kleinstadt haben wir jetzt. Neues Gebiet, 2,2 Kilometer. Ja, da müssen wir uns auch mal drüber kümmern. Steuerrichtlinien können wir einführen. Einziger der Gebäudestufe 5, Zeppelin und U-Bahn gibt's. Spezialisierung ist Freizeit. Und neue Richtlinien, Bildungsschub und harte Gefängnisstrafen, pädagogische Zeppeline, Steuererklärung für eng besiedelte Wohngebiete, Steuerung für dicht besiedelte Wohngebiete, Steuerentlastung für dicht besiedelte Wohngebiete, okay. Lass uns auf den Putz hauen. Blitzableiter, Steuerentlastung für Bürogebäude. Ah, da müssten wir auch Bürogebäude jetzt haben. Da unten, ja, Bürogebäude. Und wir haben dicht besiedeltes und so weiter auch. Okay. Neue Straßen sind Zeppelinwege. Neue Gebäude sind dann Mautgeschichten. Anglerinsel. Universität geht jetzt. Unterirdische Bahnstation. Und die Müllverbrennungsanlage ist da. Das ist am wichtigsten, würde ich sagen. Gefängnis, Sauna, Polizeihubschrauberdepot, große Notunterkunft, hoher Antennenmast, Feuerwehrturm, Weltraumradar, Erdbebensensor, Zeppelin-Depot, Zeppelin-Halter, Luftwaffe, Universität. Alles klar, das ist doch super, oder? Wintermarkt, das hatten wir schon alles. Wer weiß, ach so, das sehen wir hier an den Dingens hier, ne? Das haben wir. Schiebeck-Startgelände. Wir haben schon so viele Einwohner, schon. Ne, wir haben erst 7000. So, ich wollte gerade sagen, 42.000 können wir nicht haben, aber 7000 ist schon was, ne? Gut, da sollte das mit dem Müll dann auch gleich weg sein. Und was kostet uns jetzt die Dingens, die Müllverbrennungsanlage? Weil die müssen wir definitiv einführen dann. So, wo wäre die am sinnigsten hinzusetzen? Wir haben da, da und da. Eigentlich müsste die hier hin, ne? Möchte hier natürlich keiner haben. Oder hier hin. Vielleicht doch ans Ende. Geht die da hin? Ne, leider nicht. Ne, da geht sie nicht hin. Da geht sie hin. Zack. Haben wir sie. Tausend Verarbeitungsleistung, 0 die Woche Ausgangsleistung, 0 Mengenpulver in Verwendung, 1 bis 27, okay. Macht die jetzt den Müll, holt die den Müll aus den Häusern? Wahrscheinlich, ne?
Ja, Müllwagen. Ja, dann ist das halt so. Naja, müssen wir mal gucken. Gut, würde ich jetzt sagen, lassen wir erst so. Wir können jetzt hier erstmal eine Pause machen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn das nächste Video hochkommt. Und Kommentare, wie immer, herzlich willkommen. Wir sehen gerade, wir haben viel Schneeprobleme und wir haben Müllprobleme. Und die schreibt mal dann in den Kommentaren, wie ihr die bewältigen würdet. Und das Video könnt ihr auch gerne auf anderen Kanälen an euren Freunden und Verwandten teilen und denen sagen, wie schön das hier ist. Alles klar, bis dann. Tschüss.